Wow, so viele interessante Dinge. Und das Kleid da drüben ist wirklich schön. Mal sehen, was wir hier haben. Nun, das Schicksal ist süß. Hey, Schwesterherz, sieh dir das hier an. Gut, die Mädchen suchen die Schuhe aus, ein ganz normaler Tag. Welches Paar passt zu meiner Handtasche? Findest du, die Halskette ist gut? Oh nein, irgendwas stimmt nicht. In der Tat, es scheint, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Aber was machen wir? Keine Angst, ich habe eine Idee. Schau! Ja, richtig! Wer ist der Boss? Na klar, du! Wir sind sicher! Aber der Verkäufer hat schon alles gesehen, denke ich. Hey Mädels, was ist da los? Hey, ich glaube, wir sind in Schwierigkeiten. Ups, das hat so wehgetan. Hallo, Polizei, schicken Sie Hilfe. Wir haben hier wirklich Superkräfte. Verstanden. So, das war's. Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Und jetzt bin ich im Einsatz. Hütet euch! Hey, meine Damen, verabschiedet euch von den Superkräften. Oh nein, nicht doch. Das war's. Aber es hätte funktionieren können. Seltsam. Ich, Armer, bring das in Ordnung. Ich würde einen Kamm nehmen. Der Superkoffer funktioniert nicht. Das ist noch nie passiert. Warum funktioniert er nicht? Sie haben Superkräfte. Okay, keine Bewegung, ihr Kriminellen. Ich kenne einen perfekten Ort für Leute wie euch. Also, los geht's. Lasst uns gehen. Wir sind unschuldig. Oh, wir haben nichts gemacht. Es ist deine Schuld. Meine? Was ist mit dir? Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht lässt er uns gehen? Ihr geht nirgendwo hin. Verstanden? Hey, wenigstens Handschellen abnehmen, okay? Ist schon gut. Ihr bleibt in Handschellen. Das ist mein letztes Wort. Aber bitte. Na gut. Aber das ist deine Schuld. Ach ja? Wenn die Ketten nicht wären, wäre es in Ordnung. Was? Das war doch nur ein Unfall. Okay. Du hättest mich nicht wütend machen sollen. Ah! Ja, hey, sieh dir das an. Oh, toll. Sie haben die Aufgaben gemacht. Warum haben wir nicht früher dran gedacht? Wegen meiner Kälte ist alles kaputt. Schau. Hey, keine Handschellen. Ja. High five. Wir sind ein tolles Team. Es wäre schön, alles hier drin zu dekorieren. Genau. Sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall. Was ist das? Ha, Aufruhr? Ich sehe mir das an. So, so. Was habt ihr getan? Das ist gegen die Regeln. Wir halten uns nicht an Regeln. Und was ist das? Wie habt ihr es geschafft, die Handschellen zu entfernen? Wir sind geschickt. Genau, macht das Licht aus. Nein, ich habe keine Angst. Mit Neondekoration ist nichts gruselig. Ich gehe ins Bett. Ach komm schon, ist es ungemütlich. So ist es viel besser. Zeit zum Schlafen. Da-di-da-da, langweilig. Ja, und was ist mit Mary? Nun, okay, warte, was ist das? Also, lass mal sehen. Wow, ein Gefängnisladen? Der hat so viele Sachen. Was murmelst du da? Ich habe eine Broschüre gefunden. Hier. Warte mal. Wow, das ging schnell. Perfekter Service, Schatz. Ich will die Broschüre auch. Du? Broschüre? Na gut, du kannst sie haben. Ja, direkt ins Gesicht. So kalt. Du hättest sie mir geben können. Oh ja, genau das, was ich brauche, um eine Bestellung abzugeben. Man klopft 6-mal. Und hier bist du, mein Schatz. Und was ist mit dem Buch? Ja, danke schön. Ich glaube, das hier wird den Aufenthalt erleichtern. Übrigens, ich habe ein Buch. Ah, endlich, eine normale Temperatur. Ja. Und was? Ihre auch noch? Warum starrst du mich so an? Aber
Das kann doch nicht sein. Zieh dir deine Füße an. Oh oh, meine Füße. Wie ist das passiert? Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich werde versuchen, deinen mit Kälte zu zerstören. Genau, und ich helfe dir. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Alles ist ruhig. Nun, mal sehen. Keine Gadgets in der Zelle, verstanden? Das ist verboten. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Nun, das war's. Ich konfessiere sie. Okay, wenigstens habe ich noch das Buch. Du gehörst hierher und du wirst hier sein. Das ist der richtige Ort für euch. Das Geschäft läuft doch so gut. 1, 2, 3. Verstecken wir es. So, ausverkauft. Gut gemacht. Ich habe das Buch schon gelesen und mir die Decke angesehen. Es ist noch genauso langweilig. Ich habe eine Idee. Es scheint, als ob die Mädchen beschlossen haben, eine kleine Schlacht der Elemente zu veranstalten, um ihre Zelle weniger langweilig zu machen. Uah, meine Rache. Sie führen etwas im Schilde. Ich weiß was. Also, meine Damen, kommt her. Was ist denn jetzt los? So kann es nicht weitergehen. Ich muss harte Maßnahmen ergreifen. Oh nein, nur das nicht. Ich habe eure Tricks so satt. Was? Wir sollen uns umziehen? Autsch! Oh, jetzt wird Ordnung sein. So gemein. Ich bin so beschäftigt. Ich kann mich nicht ausruhen. Und es ist schon Mittagszeit. Mein Magen wird bald einen Aufstand machen. Was soll ich tun? Ach, übrigens. 10, 20, 30, 40. Gerade genug für was Leckeres. Was soll ich wählen? Ah, Bestellung. Okay, ich muss noch warten. Was gibt's denn noch? Eine neue Bestellung? Verstanden, auf den Weg. Du hast ja keine Ahnung. Hallo, hasch, hasch. Wie lange muss ich noch warten? Gib mir eine Sekunde, ich kann nichts hören. Komm schon. Ja, in Ordnung, ich habe verloren. Ich bin hier, hey, am Gewinnen. So kann man auch verhungern. Um die Müdigkeit schnell zu vertreiben, atmen Sie ein. Oh, das kann ich gebrauchen. Ja, verstehe. Oh, ich muss gehen. Komm schon, geh nach links und nimm sie als Geisel. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was ist das? Wieder falsch abgewogen? Oh, wow, danke. Wird zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Hey, Schönheit, das ist für dich. Nun, okay, einen schönen Tag noch. Ah, du bist 4 Stunden zu spät. Ich habe Riesenhunger. Hier, und kein Trinkgeld. Warum? Ich weiß nicht, du bist selbst schuld. Arbeite schneller. Mal schauen, die Cola ist gar nicht kalt. Gut, okay. Hier sind die Wings. Oh, die sind komplett ausgekühlt. Das kann man doch nicht essen. Obwohl, probieren wir es mal. Leutnant Green hat herausgefunden, wer seine Mahlzeit viel besser macht. Also, Gefangene, ich habe eine wichtige Aufgabe für euch. Du wirst die Cola kühlen und du wärmst die Wings auf. Okay, gib mal her, okay? Sehr gut. Oh, was für ein Aroma. Danke, das habt ihr toll gemacht. Vielleicht ist es an der Zeit, uns gehen zu lassen. Nein, ihr bleibt hier. Aber wir haben dir geholfen. Geh leise den Korridor entlang und dreh dich um. Und was ist, wenn er es merkt? Aber wir werden sehr vorsichtig sein. Ah, und was ist das? Oh nein. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Okay, beruhige dich. Atme. Ich habe einen besseren Plan. Siehst du, es gibt einen Alarm. Es muss auf Rauch reagieren. Also, genau wie ich gesagt habe, jetzt warten wir. Jeder Bürger ist verpflichtet, persönliche Dokumente mit sich zu führen. Ja, das stimmt. Das ist der Alarm. Was war das? Ein Gefängnisausbruch? Feuer? Ich komme. Ich habe die Schutzhandtuch vergessen. Das ist nicht gut. Sieh mal, er hat keine Handschuhe. Stimmt, jetzt erteilen wir ihm eine Lektion. Im Gefängnis kann man versuchen, besser zu werden.
Es hat geklappt. Klar. Hey, wie geht's dir jetzt? Ich. Großartig, es klappt. Und wo bist du? Oh nein, was ist das? Was ist hier los, hä? Erklärt ihr es mir oder nicht? Hast du deine eigene Frau vergessen? Die Mädchen wünschen sich so sehr frei zu sein, dass sie sogar davon träumen, das Gefängnis zu verlassen. Es ist so schön, frei herumzulaufen. Frische Luft und wunderbare Blumen. Hör auf zu klingeln. Schon besser. Gehen wir weiter. Ein blauer Himmel und ein schöner Bach plätschert. Schon wieder. Oh, wann hört das auf? Was? Noch 5 Minuten. So, es ist besser. Was war das? Oh nein, ich habe die Zeit angehalten. Aber das ist meine Chance zu entkommen. Oder soll ich bis zum Ende der Strafe hier sitzen bleiben und mit Mary abhauen? Freunde, schreibt's mir in die Kommentare.